Ja, mal einen wunderschönen guten Tag, Mahlzeit. Ich grüße euch ganz herzlich. Hallo. Wir sind wieder bei Farming Simulator 22 auf der Map The French Plain. Cool. So, ich hoffe, es geht euch gut soweit. Wir sind jetzt hier immer noch auf Feld... Ich muss mal kurz gucken. 105. Wir sind immer noch auf Feld 105. Ich muss mal kurz für mich nochmal ein bisschen leiser machen, sonst schreie ich wieder so ins Mikrofon. Das ist ganz hässlich. Ja, Feld 105, wie gesagt. Wir haben ja bei der letzten Folge hier das Gras gemäht. Hier so schön zusammengelegt und so. Und heute wenden wir das Gras. Wir machen das Gras zu Heu. Ist relativ simpel. Ich habe das nämlich hier schon alles zusammengestellt. Also, mal kurz nochmal Motor ausmachen. So, das hier ist der Wender. Den habe ich ja letzte Folge auf dem Hof schon gezeigt. Dann hätten wir hier hinten... Sprinten! So. Hier haben wir das Ding, das das Ganze noch wieder in Bahnen legt. Den, ja... Ich und Begriffe, ne? Ich hab's drauf. Ja, und jedenfalls hier dann noch die Ballenpresse. Richtig, genau. Und da hinten... Stimmt. Hier, Ballentransporter. Also, ne? Da werden die Ballen drauf gehauen und dann ist gut. Schwader. Nein, Moment. Das ist der Wender. Das ist der Schwader. Hier, Schwader. Danke. Vielen Dank. Ich werd alt. Es ist brutal. Es ist absolut brutal. Gut, so. Nicht lang schnacken, Kopf im Nacken. Wie spät haben wir es eigentlich? 14 Uhr Ortszeit. Wir machen trotzdem mal Licht an. Okay, so. Advanced Vehicle mal nicht direkt anschmeißen, sondern nur so gucken, bis wohin hier der Wender geht. Das ist jetzt die rote Markierung. Und ich mache es jetzt eigentlich genauso wie beim letzten Mal. Nee, ach komm, ich fange jetzt hier einfach so an. Ich habe ja auch in der letzten Folge davon erzählt, wegen der Ablage, dass wenn man eine Breitablage macht oder wenn die Ablage zu weit an dem Feldrand ist, dass man das dann nicht mehr aufsammeln kann, wenn man vorher noch mit dem Wender rüberfährt, wo ich gesagt habe, dass der Wender das eben halt ein bisschen noch mehr in die Breite zieht. Können wir mal gucken, ob das hier so stimmt, ob meine Theorie aufgeht oder ob ich in der letzten Folge nur Bullshit erzählt habe. Was mich jetzt nicht wundern würde. Aber gut, schauen wir mal. Ein bisschen schneller fahren. So. Jetzt drehe ich mal so. Jetzt kann man das eigentlich ganz gut sehen, glaube ich. Ja, die Bahn wird breiter. Also, was heißt die Bahn? Das Heu schiebt er jetzt weiter nach links, sozusagen. Und auch weiter nach rechts jetzt nicht. Nee, aber er schiebt es weiter nach außen. Ja, könnt ihr das sehen? Müsst ihr eigentlich sehen können. Ja, ja. Ja, und das ist das, was ich meine. Wenn man das zu nah am Feldrand mäht, dann kann es sein, dass da eben halt das Heu zu weit nach links geht und dann eben halt nicht mehr zum Feld gehört und man nicht mehr einsammeln kann. Das ist das große Problem. Das heißt Problem nicht, aber ist halt nicht schön. Wenn er am Rand immer noch was übrig bleibt und man kommt einfach nicht ran, man müsste sich dann das nächste Feld quasi dann auch noch dazu kaufen, um dann den Rest ranzukommen. Ist auch bescheuert. Nee, nee. Ich sage ich sah ziemlich, gerade ziemlich gut aus. Ich mache mal einen Screenshot davon. Moment. So. Gleich. Ich mach gleich davon einen Screenshot. Okay, und los geht's.
faszinierend. Ich mache das gerade hier ein bisschen blind, das finde ich. Ich bin gerade ein bisschen selbst von mir überrascht, muss ich mal so ausdrücken. Sieht es am besten aus. So vielleicht. Boah, machen wir hier. Zack. Perfekte Mundo, dann kann ich es wieder anschmeißen. Upsa. Tja, das war's schon mit dem Wenden. Jetzt haben wir hier Heu drauf. Und weißt du was, wir packen das mal eben kurz hier zusammen. Also, ne, das sind jetzt... Boah, also... Hier Rohdateimäßig noch nicht mal 10 Minuten. Also, nee, komm. Dann machen wir jetzt hier noch das Bahnlegen nochmal. Ach ne, ich muss ja einfach absenken. So. Hopp. Weiß ich wieder, was ich nachgucken wollte in Einstellungen, ob ich da noch irgendwie wieder die Option aktivieren kann, dass wenn man in den Rückwärtsgang schaltet, dass dann die Cockpit-Perspektive automatisch nach hinten geht. Da muss ich mich nochmal mit auseinandersetzen. Habe ich vergessen. So. Okay. Dann den Advanced Vehicle mal neu kalibrieren auf die Breite hinweg. Das war jetzt nicht ganz richtig. Moment. Muss ich erstmal aufklappen. So. Ah, guck mal, so wird ein Schub raus. Zu klappen, Arbeitsmodus wechseln. Okay, Arbeitsmodus haben wir gerade für links. Links, warte. Steuerung Z. Okay, jetzt bin ich ein bisschen... Moment mal eben. So, also, für jetzt ist Arbeitsmodus Rechtszeichen. Das heißt, dass er dann wohl das Heu nach rechts drückt, wenn ich rüberfahre. Das soll er nicht. Genau, das ist jetzt Mitte. Muss er auch nicht tun. Ich will, dass er das, genau, ich will, dass er das hier hin drückt. Richtig. Ja. Genau. Dann schauen wir mal, ob das so funktioniert. Und schmeiß an die Kiste jetzt. Oh, das sieht doch gut aus. Ne? Finde ich auch. Sieht sehr gut aus. Muss man natürlich jetzt hier echt gucken, wo hier das Heu ist und wo eben halt das ab, also das nicht Heu ist, weißt du? Also das ist schwer von der Grundfläche her zu unterscheiden, farblich. So schwer jetzt nicht, aber ab und zu muss man zweimal hingucken, ehe man dann wirklich sieht so, ach ja, richtig, hier liegt noch Heu und Heu? Ja. Aber hier nicht mehr und so. Hm, naja. Das sieht ja gut aus. Ja, guck mal.
Das sieht doch gut aus. Hier wollte ich jetzt eigentlich eine Kurve drehen, verdammt. Voll vergessen. Kurve drehen, so wollte ich fahren, eigentlich. Und schwupps, jo, sehr gut, sehr gut. Schön am Rand entlang. Okay, das war jetzt nicht meine beste Arbeit. Ja, nee, das sieht gar nicht... Nein, gefällt mir gar nicht eigentlich. Aber ist egal. Auch wenn es mich jetzt echt tierisch ankotzt, ne? Also, das juckt mich jetzt an meiner... An meiner Perfektion, möchte ich mal so ausdrücken. An meiner Monkigkeit. Gibt es das Wort Monkigkeit? Ich glaube nicht. Na. So ein Käse. Gut. Okay, lassen wir das erstmal so stehen. Schnappen wir uns mal kurz eben hier die Ballenpresse. So. Ballenpresse, genau. Also, bei der Ballenpresse ist es übrigens so, ich habe das jetzt... komplett vergessen zu erzählen. Also, nicht, dass ich das nicht wollte, aber ich wollte es halt erzählen und jetzt hätte ich es fast vergessen. Also, Beinpresse ist so, hier hat man vorne so ein Rädchen. Oh, warte mal, hier, ne? Da, das Ding, was jetzt hoch und runter fährt. Damit sammelt er das Heu oder das Gras, also das sammelt er halt auf und drückt es dann in diesen Kübel hinein und man müsste das die Ballenpresse auch noch vorher ausklappen. So. Dann drückt er nämlich den Ballen, den er drinnen zusammenrollt, den drückt er dann raus und legt das dann hier so auf die Ablage und wickelt dann nochmal mit einer Folie drüber, wenn es denn Gras ist. Also wenn wir jetzt hier nicht gewendet hätten, so dass es jetzt Heu ist, sondern nur Gras gewesen wäre. Und dann mit der Ballenpresse drüber, dann hätte er das Gras, was er zu Ballen gemacht hätte, dann noch hier in Silage gepackt. Dafür ist dieses Teil hier ziemlich gut. Ja, das ist quasi so ein 2-in-1 Gerät. 2-in-1 Gerät. So, mehr oder weniger. Also, ja. Weiß Bescheid. Okay. Dann machen wir mal. Oh, rüberfahren. Perfekt. Ja. So. Okay, hier zieht er das jetzt ein und man sieht unten rechts in der Anzeige ganz gut, dass er jetzt schon mit den Pressen eigentlich fast fertig ist. Also der Ballen ist schon so gut wie fertig, ist jetzt bei 96%. Wenn ich jetzt noch ein bisschen weiterfahre, so jetzt nämlich auf 100%, und da kommt jetzt der Ballen raus und er legt ihn ab. Das war's schon. Dieses automatische Ablegen, das kann man auch noch deaktivieren, aber ich meine, wir fahren das jetzt hier in einen Rutsch durch, also von daher. Ne? Richtig. Muss wahrscheinlich gleich nochmal eine zweite Runde drehen, weil ich hier in der Kurve bestimmt was habe liegen lassen. Aber schauen wir mal. Ja, und da liegen sie. 3 haben wir schon. 4. kommt jetzt. Läuft doch.
Mhm. Erstmal. Ja, ich habe jetzt nur mal kurz die Umrandung quasi jetzt abge... Na, was ist denn los? Oh, jetzt. Abgefahren. Weil ich nämlich dann gleich noch... Ah, hier liegt immer noch was. Ah, doof. Ja, hier liegt so ein Fitzel. Ja, es ist echt schwer zu erkennen von der Grundfarbe her. Es ist sehr schwer zu erkennen. Okay. Diese Ballen, die sammeln wir mal kurz mit dem hier ein. Oh, ich stehe nicht ganz richtig. Reagieren. So. Okay. So, mit dem ist das hier relativ simpel. Relativ. Man muss vielleicht ein bisschen sich einfuchsen, aber es ist jetzt nicht so wild. Hier gibt es eine Sonderfunktion. Das ist hier unter B kategorisiert. Das heißt hier Arbeitsstellung. Und kann man dann auswählen, Arbeitsstellung, Transportstellung. Die beiden im Wechsel. Jetzt muss man aber aufpassen, wenn hier Transportstellung steht, heißt es, dass er automatisch in der Arbeitsstellung ist. Steht Arbeitsstellung, ist er im Transport, in der Transportstellung. Okay. Wir brauchen ihn in der Arbeitsstellung, das heißt, hier muss jetzt Transportstellung stehen. Das ist ein bisschen kompliziert, aber naja. Ist egal. So, und dann ist eigentlich das Prinzip einfach nur so möglichst nah ran, wie es geht, vorbeifahren. Und dann lädt er es automatisch auf. Schon passiert. Hier den auch. Zack. Hier den nächsten. Zack. Und zack. Und zack. Fertig. Ah, stopp, hier ist noch einer. So. Prima. Ja, das ist eigentlich so das Grundprinzip, möchte ich mal so ausdrücken. Also, nee, das ist nicht ganz richtig, aber das ist eigentlich so das, was ich mache, wenn es ums Beinpressen geht. Wieso steige ich jetzt hier eigentlich aus? Ich wollte den abkuppeln. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Okay, dann schnappe ich mir jetzt hier wieder den Schwader. Schlauch dran. So, und jetzt kann ich mich nämlich wieder besser positionieren. Jetzt kann ich nämlich auch in einem Rutsch quasi durchfahren, ohne dass es hier vielleicht noch dann zu weit am Rand kommt oder so. Das finde ich nämlich auch ein bisschen doof. Ja. Ein Stück. Jetzt können wir mal kurz den Advanced Vehicle anschmeißen. So, und Arbeitsstellung übrigens, da kann er jetzt in die Mitte gehen. So. Halt, runter. Okay, ist unten. Das sieht gut aus. Mhm. Na dann. Hier mir auch noch einen kurzen Screenshot von. Moment. Da, ja. Zack. So, und. Push. Ah, guck mal, er dreht gleich automatisch. Das ist auch nicht schlecht. Ich hoffe nur, dass er die Kurve richtig kriegt. Ja. Oh ja, guck mal, da kann man ihn jetzt quasi durchfahren lassen, ne? Quasi. Ich glaube schon. Ich mache hier übrigens gerade gar nichts. Er lenkt von selber, ne? Also
Das Einzige, was ich jetzt nur halt beeinflusse, ist gerade, wie schnell er fahren soll. Aber ich bin gerade sehr, sehr positiv überrascht, dass das hier so gut läuft. Ich brauche nichts machen. Weil der kriegt die Kurven dann automatisch so, dass das man auch nicht mehr korrigieren muss oder sowas. Optimal. Jetzt wird es hier ein bisschen bremslich wegen den... Oh, gut, jetzt aber. Zack, ja. Hier wegen den Baumstümpfen da halt, ne? Also... Hier, wegen dem... Dem kleinen Gestrüpp hier, soll ich wohl gerade sagen. Also wegen den Überresten... kommt man hier auch nicht rüber. Das ist, nicht unbedingt doof, aber naja, was soll's. Kann ich anheben? Na denn, weg damit. Und den kann ich auch anheben? Nee, der ist zu schwer. Gut. Momentan ist das zu schwer. Lassen wir das, ist egal. Hatte ich eigentlich das vor, irgendwie so ganz cool währenddessen zu machen, aber naja. Also jetzt währenddessen nochmal einen Screenshot zu schießen. Screenshot zu schießen. Hat aber nicht ganz geklappt. Kacke. Naja, gut. So, hier nochmal. Welche Arbeitsbreite hatte der eigentlich gerade? Der Schwader, welche Arbeitsbreite war der nochmal? Ich muss gleich mal kurz gucken, ganz schnell. Schwader. Das ist der hier. 9,5. Weil wir können nämlich diesen Advanced Vehicle jetzt auch auf die Breite des Schwaders quasi einstellen, sodass dann der Traktor automatisch die Breite fährt, die der Schwader hatte. So, jetzt wird ein bisschen kompliziert erklärt. Pass auf, ich versuch's mal zu zeigen. Hab jetzt noch 2 Bahnen lang Zeit. Ah, schön. Okay. Also. So. Die Standardbreite, die der Advanced Vehicle hier vorschlägt, sind 2,8 Meter. Das ist die Arbeitsbreite des Ballen, der Ballenpresse. Okay. Der Schwader hatte eine Breite von, was habe ich jetzt gesagt, 9,8 Meter, richtig? Wo war der jetzt? Hier war der. Nee, nicht der. Der hier. 9,5. Okay. Das heißt, wir könnten jetzt mal versuchen, die Arbeitsbreite mit der Ballenpresse, die wir haben, auf 9,5 Meter zu strecken. Dann verschieben sich diese neongelben Streifen gleich. Die ein bisschen in die Breite. Mal gucken mal, ob das Ganze funktioniert. Also 9,5. Ich mache das Ganze jetzt übrigens hier mit Umschalttaste rechts. Mit der rechten Umschalttaste gedrückt halten. Und dann auf Nummernblock Plus und Minus. Mit Plus geht das Ganze auseinander. Mit Minus zieht man das Ganze wieder zusammen. So mache ich die Bahn jetzt breiter. So, jetzt gehe ich mal auf 9,5. Mal sehen, ob das klappt. Man sieht es vielleicht ganz unten rechts über der Tachonadel. Bin jetzt bei 9,5. So. Und jetzt sage ich, dass er die Bahn nochmal ein bisschen verschieben soll. Das mache ich jetzt mit Steuerungstaste gedrückt halten. Und Plus und Minus. Das ist ein bisschen fummelig, aber naja, gut. So. Und dann mal gucken. Ja, das sieht nicht so gut aus. Der ist nicht ganz mittig.
Nee, das sind keine 9,5, die er hat. Zwar weniger. Mal gucken, wie viel weniger denn. Warte mal. So, mach. Also, ich versuche mich gerade so ein bisschen zu orientieren, zu dem gelben Streifen, der in der Mitte ist, ja, der so gelb, also farblich hinaussticht, und zu der weißen 1 da hinten, da rechts, dass die möglichst zentral steht zu der Bahn, die ich gelegt habe. Das ist gerade nicht so. Noch ein Stück. Das sind, glaube ich, dann 8. Sind das 8 Meter, die er nur hat? Das sieht echt nach 8 Metern aus. Probieren wir mal. Also wir sind jetzt auf 8 Meter Breite. Schauen wir mal, ob er das mitnimmt. Und los geht's. Mal gucken. Also ich mache jetzt nichts. Hier, Hände hoch und so, ne? So. Acht Meter Breite. Ja, alles klar. Gut. Oh, warte, hier ist noch was. Na gut, okay, mit dem ganzen Witzel, was jetzt hier noch ist, kriegen wir keinen Ball mehr zusammen. Aber ist egal, wir haben ja sowieso noch ein paar, eins, zwei, warte mal, wie viele Heuaufträge jetzt? Ein Heuauftrag haben wir noch vor uns. Zwei und zwei Silage. Ja. Nö, aber gut. Jetzt heißt es nur noch einsammeln. Und abgeben. Und dann wäre das Feld hier fertig. Quasi. So. Okay. Es ist auf Arbeitsstellung geschaltet, also steht hier Transportstellung. Das heißt, ja, er zieht es automatisch rein. Advanced Vehicle können wir mal ausschmeißen. Ach man, ausmachen. So. Oh. Und damit hätten wir hier, glaube ich, alle eingesammelt. 12 Ballen. Mal kurz gucken, ob das auch die Ballen sind, die wir brauchen. Wir sind auf Feld 105. Okay, da steht es nämlich in die Details. Hier auf der linken Seite, hier so, ne? Fehlt noch 4K Ballen, das sind also 40.500 Liter, entspricht 11 Ballen. Wir haben witzigerweise 12. Yay! Das heißt, einen könnten wir quasi für uns selber lassen. Finde ich das eigentlich nicht verkehrt. Die können wir dann für unseren Hof behalten, für unsere Schafe. Die wir noch nicht haben, aber die dann demnächst kommen. Dann hätten die schon was zu fressen. Ist doch super. Gefällt mir. Wo muss das Ganze überhaupt hin? Palais de France. Warte. Nee. Was habe ich jetzt gemacht? M? Hm. Palais de France. Also wir sind hier oben und Palais ist da unten. Habe ich das richtig ausgesprochen? Palü? 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 Na. Okay, das wäre dann also die Straße hier einfach nur runter und dann rechts. Ja, nehmen wir mit, ne? Machen wir.
Gut. Die wären quasi da. So. Wir wollen ja jetzt nicht die ganzen 12 Ballen, also nicht alle 12 Ballen abgeben, sondern wir hätten schon gerne eins für uns, ne? So für den Hof und so. Deswegen gibt es jetzt hier so einen kleinen Trick. Das heißt, ein kleinen Trick. Also, Trick ist falsch. Also, bevor wir das Ganze hier abladen, bevor wir das Ganze da hinten abladen, setze ich hier nochmal kurz die Funktion ein und sage, dass wir an dieser Stelle gerne abladen möchten oder beziehungsweise entladen erstmal möchten. Dann schwankt das nämlich hier ganz kurz. Es hüpft dann einmal kurz hoch und runter. Ganz leicht. Indem man kurz hier Z drückt für Ballen entladen. Okay, jetzt hat er nicht gewuppt, aber er hat dann jetzt die Ballen wohl neu hingestellt. Und jetzt könnte man quasi sagen, an dieser Stelle entladen. Da würde er genau jetzt hier so abstellen. Die Möglichkeit besteht jetzt aber noch, mit gedrückter linker Maustaste die Ballen nach links oder rechts hoch oder runter zu schieben. Zeig ich mal. Jetzt. So, ne? Das ist jetzt hier noch die Möglichkeit. Dann könnt ihr ein bisschen rumspielen und sagen hier, hey, ich will ihn jetzt so hier hinstellen. So. Und dann sagt man jetzt einfach nochmal Z mit an dieser Stelle entladen. Und dann liegen sie da. So. Und dann schnappen wir uns einen von denen hier, die wir nicht tragen können. Schmeißen dann mal eben kurz den starken Bauern an. Okay. Den würden wir gerne behalten. Mal beiseite packen. So. Und dann wieder hier auf Z mit Reset, also auf Reset drücken mit Z. Ist ganz wichtig, weil sonst lädt er sie nämlich nicht mehr auf. Und dann sagt man wieder hier mit B, ist gerade bei der Transportstellung, er soll aber arbeiten, weil er die nämlich jetzt aufsammeln soll. Also B drücken. Gut, und jetzt hat er nicht alle aufgesammelt, weil nämlich nicht alle in, jetzt schwer zu erkennen, aber in diesem gelben Bereich sind. Ja, also, warte, ich fahre mal ein Stück, dann könnt ihr das besser sehen. Ja, das war jetzt sehr schön. Oh, jetzt, ja, guck mal, sehr schön, okay. Das wäre das. Machen wir hier mal wieder aus. Das stirbt ein bisschen. Und dann können wir die jetzt hier vorne hinbringen. Hier müssen sie nämlich hin. Und hier braucht man jetzt nicht groß rumfummeln. Also hier ist es jetzt ganz simpel. Einfach nur einmal Z drücken für Ballen entladen. Und dann nochmal Z drücken für an dieser Stelle entladen. Und dann zieht das jetzt automatisch weg. Und das Dings müsste jetzt, der Auftrag müsste jetzt eigentlich abgeschlossen sein, eigentlich. Warte mal. 105. Pressen. ...82 fehlt noch. Ach so. Ah, ja, das habe ich mir gedacht. Also, weil wir jetzt zwei Aufträge für jeweils Heu angenommen haben, hat er auch gleichzeitig gedacht, wir hätten da vielleicht noch was für Feld 82 mit bei, wo wir jetzt eigentlich nur, also er kann nicht unterscheiden, ist das jetzt Gras, ist das Heu, was wir jetzt abgegeben haben, von Feld 105 oder von Feld 82, das ist dem scheißegal. Der merkt nur, oh geil, Heu, wo kam das her, ist mir scheißegal, du hast Heu gekriegt, dann packe ich mal die Zahlen jetzt so und so hin. Weil jetzt sagt er nämlich hier, wir hätten von Feld 82 224.400 Liter, also 6 Ballen abgeworfen. Und das gleiche sagt er ihm halt hier für Feld 105 mit 26.800 Litern. Es fehlen also noch 4 Ballen. Wir haben 6 abgegeben. Kommt nicht ganz hin, weil wir haben nur 11 Ballen abgegeben. Also da stimmt irgendwas nicht. Naja. Jedenfalls können wir das eigentlich so machen, dass wir den Rest jetzt auch noch sozusagen reinschmeißen, beziehungsweise die restlichen Ballen, um das wirklich dann abpassen zu können, dann einzeln reinschmeißen mit dem starken Bauern. Das könnte man auch noch machen. Ja, man legt dann jetzt, mal kurz hier den Motor aus, man legt dann quasi, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, nur eben halt ein bisschen näher ran, die Ballen dann jetzt meinetwegen hier so ablegen und dann kann man die dann da rüberschmeißen, so ganz spontan. Ich zeig das mal eben kurz mit dem rüberschmeißen, das finde ich auch ganz lustig. Also, man nimmt die jetzt hier so in die Hand
ne? Und dann statt links zu drücken, indem man sie einfach nur so ablegt, kann man mit der rechten Maustaste sie dann ein bisschen weiter wegwerfen. Zack. Bam. Ja. Das Ballenschubsen sozusagen. Ballenweitwurf. Okay. Ja, nee, das mache ich dann aber, ja, weiß ich nicht, ob ich das in der nächsten Folge mache oder im Offline-Modus. Keine Ahnung, also euch das jetzt nicht nochmal zu zeigen mit dem Heu, ich meine, das haben wir jetzt ja durchgenommen. Wir können uns ja vielleicht das nächste Mal dann bei dem Silagefeld treffen. Genau, das ist bei dem Silagefeld treffen. Ich bereite das dann soweit vor. Und dass wir da mit der Silage, mit der Ballenpresse nochmal drüber fahren, sodass ihr sehen könnt, wie er die Grasballen dann in Silage packt. Das können wir machen, ne? Genau, machen wir so. Wir verbleiben ab hier. Sehen uns dann auf Feld, keine Ahnung, 144 oder 54 wieder. Schauen wir mal. Dann können wir auch mal kurz gucken, was ist denn hier Feld 54, Feld 144, was habe ich jetzt gesagt? Genau, Feld 144 oder Feld 54, 82, ja, das ist das da oben. Okay, Feld 54 war dann das kleine Kruze hier. Ja. Wir gucken. Ich gucke, wo wir stehen, wo wir uns wiedersehen. Ihr guckt, wo wir uns wiedersehen. Also von daher, ne, das ist, es wird schon irgendwie laufen. Gut. Ja, in diesem Sinne, Dankeschön fürs Zugucken. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Bleibt munter, fröhlich und so, ne, nicht gestresst und so weiter und so fort. Lasst euch nicht unterkriegen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.